Hi, willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest 11S. Wir haben hier letztes Mal diese komische Zeremonie abgehalten, warum wir das auch immer tun sollten. Und jetzt wollen wir jetzt wieder zurück ins Dorf. Vorher sammeln wir das glitzernde Ding hier noch ein. Einen zierlichen Zweig, was kann ich damit machen? Wird uns das Spiel bestimmt erkennen. Oh, wir kommen automatisch zum Fuß des Berges und müssen nicht alles per Laufweg wieder machen. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und mein Hund ist wieder da. Bist du wichtig? Nee, ne? Nein. Einfach nur nach Ausrufezeichen über den Köpfen Ausschau halten, dann wissen wir, wer wichtig ist. Ah. Was heißt hier gut gemacht, ihr beiden? Sie hat nichts gemacht. Ja, okay, sie hat meine MP geheilt. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Ja, das ist ein bisschen schade an dem Spiel. Der Held ist das Spiel über stumm, also es gibt keine Voice von dem. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well. There's no doubt about it, the spirit of the land was watching over you. Now tell me, my dear, how was the view from the top? Nicht schlecht. Oh, it was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true Cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdria in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Okay. Come on, you. Home time. Oh, schön stückliches Dörfchen, will ich mal sagen, dieses Kieslinge. Dafür, dass du den Kiesliger Hühnern entklommen. Achso, das ist Trophäe. Okay, alles klar. So, wir gucken uns hier mal in den Ort ein bisschen um. Wer weiß, ob es hier interessante Sachen, wollte ich sagen, zu finden gibt. Alter, wo führt mich die Leiter hin? Die ist ja stockhoch. Und da geht die auch hoch, als ob er einen Stock in den Arsch hätte. Aber okay. Gibt's hier? Ja, hier gibt's Krüge. In Krügen könnte was drin sein. Nope. 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 Doch. Klumpen Kupfererz. Okay. Ah, die Fässer kann ich auch kaputt machen. Okay, dann machen wir das. Erstmal die komplette Einrichtung hier zertrümmern. Ne, die Kisten sind zu schwer für ihn anscheinend. Ist hier noch relativ jung. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Oh fuck. Ich bin runtergefallen. Ich glaube, da oben war wieso nichts mehr. Ich will mal sagen, er müsste so 16 sein. 16. Ja, 16 dürfte hinkommen. Warum kann ich hier nicht durch? Gut.
Warum ist der Punkt da überhaupt rosa? Ist der wichtig? Die Zeremonie ist also vorbei. Glückwunsch. Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du vor lauter Aufregung vergessen hast, wo du wohnst, oder? Folge einfach den Wegplatten, dann bist du schon bald zu Hause. Aber du musst jetzt ganz schön erschöpft sein, dass du das vergessen hast. Leg aber erstmal die Füße hoch, wenn du ankommst. Das werde ich tun, mein Freund. Das werde ich tun. In die Häuser hier kann man ja rein, ne? Gibt's da irgendwas Interessantes? Ja, das ist nicht wirklich ein Haus. Hier kann ich rein. Ja, die Fässer kann ich... Macht nichts, ne? Bist du nicht drauf angewiesen, oder? So, das ist irgendein Laden, so wie das scheint. Kann ich da neue Ausrüstung kaufen? Lol, die verkauft gar nichts. Was soll das? Betrug! Wie kommt die über die Runden, wenn die nichts verkauft? So, das ist eine Kirche. Ja, was es damit auf sich hat, das können wir uns später anschauen. Ich glaube, es war so, dass wenn man im Kampf stirbt, sobald wir mehrere Partymember haben, selbstverständlich. Zurzeit sind wir noch alleine. Sandra ist ja nicht kein wirklicher Partymember. Die begleitet uns nur. Ja, wenn wir halt sterben, sind wir tot, wenn wir alleine sind. Aber wenn wir mehrere Partymember haben, sind wir erst tot, wenn die komplette Gruppe tot ist. Und wenn jemand tot ist und wir kein Item haben, um den wiederzubeleben, kann man das, glaube ich, in der Kirche machen. Ich glaube, so war das. Aber ich weiß es nicht mehr. Hä? Kann da ein Buch lesen. Hier steht eine Notiz, auf dessen Vorderseite Thorstens winzige Wortspiele geschrieben steht. Svenjoy nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Unglaublich, die Wortspiele kommen mir so nur so zugeflogen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das hier zum Beispiel, wir können... Ja, ist Blödsinn. Diese Bücher, ich weiß, glaube ich, es gibt so später so NPC-Quests. Da sind die, glaube ich, vom Belang manchmal, sodass man ein bestimmtes Buch findet. Aber wenn ich Bücher finde, ich werde die wohl lesen, aber ich werde die nicht vorlesen. Ich werde die einfach wegdrücken. Okay, da ist Bella. Anscheinend das ist das Okay, der... Aber das, die Bücher, die sind sehr, sehr auffällig auch zu finden. Die sind immer so etwas heller. Ich weiß nicht mehr genau, was für einen Sinn die haben. Was heißt, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es überhaupt nicht. Aber für bestimmte Sachen brauchte man die so optionale Nebenquests irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. So, da in dem Haus war ich ja eben drin. Haben wir uns, glaube ich, fast alle Häuser angeguckt. So, das scheint unser Haus zu sein, da der Hund davor steht. Das gehört anscheinend noch dazu. Scheinen wir ja... Boah, scheint es uns recht gut zu gehen. Also, so... Aus dem Stegreif würde ich sagen, wir haben das komfortabelste Haus. Okay, ab, rein da. Oh! Here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Ich glaube, das war eher umgekehrt, meine Gute. Quite the opposite, in fact.
You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tower, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? Meine Hand hat geleuchtet und dann ist ein Blitz aus dem Himmel gekommen. Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Okay. Here. This belongs to you. Okay. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tower. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the Luminary. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Heliodor. Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. Das ist auch geil. Sie haut so eine krasse Geschichte raus und dann so, ah, alles scheißegal, du hast bestimmt Hunger, ess erstmal was. Okay, ich dachte, ich sollte mit ihr reden, aber anscheinend nicht. Zeig mal die Karte. Wir haben irgendein wichtiger NPC angezeigt. Da ist ein lilaner Punkt. Ganz am Anfang. Ah, das ist Sandra. Okay. Can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the Luminary, that reincarnation thing. I remember this story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the Luminary appeared and saved the day. When it was all over, the Luminary turned into a star. And he's been watching over us from up in the heavens ever since. That's his star, right there.
How can you be the Luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand. Really, I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. Sie tut gerade so, als ob ich nie wiederkomme. Oh, neuer Aufzug. Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. Only wish your grandfather were here to see you. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once. Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure. Okay. But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. Ich hoffe, diesmal verkauft sie mir auch was. Letztes Mal wollte sie nicht. So, wie viel Geld habe ich jetzt bekommen? Wird mir nicht mitgeteilt, okay. So, haben sich ein paar Punkte. Ich habe einen rosa im Punkt und einen lila im Punkt. Kann man das eigentlich sich irgendwie in der Karte... Ich glaube, der pinke ist relativ questwichtig und der lilane ist irgendwie optional. Ah ne, die lilanen sind Missionen und das ist einfach wichtig. Okay. Und was hast du für eine Mission? Der Mann möchte, dass du die Flatterfelle seines Sohns von Dust von Petras Schuppen herunterholst. Belohnung, Schlummerblume, was immer das ist. Ich hol dir deine Feder. Ja, das gibt's so in jedem Ort des Spiels. Da gibt's so den einen oder anderen NPC, die mir gegen Belohnungen, Aufträge aufheizen. Und die werden wir natürlich so gut es geht erfüllen. So, da oben ist das Ding. Komme ich, glaube ich, von hier aus einfach hin, ne? Ja, easy. Hier gibt es sogar noch eine Kiste, die wir abstauben können. $50 Goldmünzen, ja. Und da ist die Flatterfeder. Und ich habe 10 verschiedene Gegenstände gesammelt. Juhu. Okay, hier ist ein Ding. Eine Schummelblume oder eine Schlummerblume? Das habe ich jetzt nicht genau gelesen. Ja, ja, ja. Lila, das Sprechwort bedeutet Auftrag, bla, bla, bla.
Okay. Warum verschwindet er hier nicht? Er wiederholt sich. Okay. Dann ist es mir egal. Komm. Deine Pferde sind im Weg hier, Maestro. Ja, wir gucken mal kurz noch in den Shop rein. Vielleicht gibt es was Interessantes. Also, Heilkraut habe ich ja gefunden. Darauf bin ich, glaube ich, noch nicht angewiesen. Wenn sie Ausrüstung hat, wäre das interessant. Okay, was hast du so? Sie hat tatsächlich Ausrüstung. Neues Kopftuch. Neues Reisegewand. Heilkraut habe ich 4 Stück. Was macht das? Halt eine Verbindung von Vergiftung zum einmaligen Gebrauch. Ja. Ich habe noch keine Monster gesehen, die mich vergiften können. Ah, man kann es sofort ausrüsten. Das finde ich schon mal sehr gut. Und das Kopftuch equippen wir auch gleich. So, dann verkaufen wir noch die überflüssige Ausrüstung. Damit mache ich natürlich ein Vermögen. Ich habe bei Ausrüstung noch ein anderes Schwert. Ist das besser? Ach so. Das ist eine Zweihandwaffe. Beides ist besser, ne? Und wenn ich das Schild... Chance auf Block, 5%, das ist fast nichts. Abwehr 2 ist auch nichts. Komm, wir nehmen das 2-Schwert. Aber das Einhänderschwert werde ich noch nicht verkaufen. Falls ich ein besseres Schild finde, dass ich das ausrüsten kann. Sieht auch sehr, sehr stylisch aus, wie ich finde. Okay. Dann gehen wir mal zum Dorfausgang. Hallo? Ja, ich bin bereit. One day you're just a little boy, the next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating in... I mean, since he brought you to Cobblestone. Huh? We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries, of all things. You know who the luminary was, of course. The legendary hero who saved the world from a terrible darkness. And we're supposed to believe that you're him reincarnated? I don't doubt old Chalky, of course, but it is a little hard to swallow, I must say. Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone. Yeah, I'm Murray. If he finds out this is the village where the luminary was raised, there might be something in it for us, if you catch my drift. Oh, you are terrible. Trust you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Ah, yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. Take this map of Erdria with you. May it prove useful in finding your way. Das ist natürlich eine Riesenkarte, ne? Wenn die in die kleine Faust da passt.
And may this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. Okay. You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Goodbye. Farewell. Goodbye. Wait. Here, take this with you. I made it for you. Okay. Was ist das? Ein Talisman. Okay. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? I don't know what's in store for you out there, but wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? Take care, and remember, we'll be waiting for you. Den Talisman, den kann ich doch bestimmt equippen. Wie herrlich, ein Pferd. Pferde sind ein unglaubliches praktisches Mittel, um große Distanzen in kurzer Zeit zu überbrücken. Manchmal musst du allerdings auch Gebiete betreten, die nur zu Fuß zugänglich sind. Aber keine Sorge, lauf einfach eine der vielen Rufglocken, die in ganz Welt zu finden sind, und dein getreues Räusker wird sofort wieder zu dir. Okay. Danke. Moment, Ausrüstung, gucken wir mal. Der Talisman von Sandra. Lol. Der ist nicht so allzu praktisch. Moin. Was geht? Okay, hier ist es noch recht linear. Oder? Die Smaragdküste, da müssen wir ja nicht hin. Wir müssen nach Heliodor. Das ist da oben, okay. Nach Norden, sagten sie ja, ne? Galoppieren? Achso. Hier haben wir die ersten Unruhestifter schon. So, mal gucken, wie er mit den großen Schwert. Bäm! Genau! Voll auf die 12! So gefällt mir das. Ja. Ein paar Monster noch heute wegkloppen, nachdem es sehr, sehr dialoglastig heute war. Es ist immer so, wenn ein bisschen Story-Input kommt, dass es die Folgen sehr dialoglastig werden und dann ein bisschen weniger gekämpft wird. Aber es wird auch Folgen geben, an denen Story gar nichts passiert und wir nur in irgendwelchen Dungeons sind und... ja, quasi nur kämpfen. Ist halt ein Rollenspiel. Rollenspiele sind von Natur aus immer etwas größer als andere Spiele. Also von der Spielzeit her. Aber ich mag das. Also da kriegst du halt was für dein Geld, ne? Also ich mag keine Spiele, die du so nach 3 Stunden oder 4 Stunden durchspielst und dann packst du die nie wieder an. Was ist das denn? Okay, der hat sich verzogen. Okay, alles klar. Was sind das denn für Gestalten da hinten? Eine saure Gurke. Ich habe das schon im ersten Part erwähnt. Ich finde das Monster-Design in dem Spiel klasse. Das mag nicht jedem gefallen. Einige werden bestimmt sagen, ja, das ist super kindisch. Aber das macht den Charme, finde ich, aus von Dragon Quest.
Und mir gefällt das zum Beispiel super. So, hier auf der Weltkarte, wenn mir nicht gerade einer im Weg springt, dann lassen wir das sein. So, hier diese Feuer, die sind recht wichtig. Das wird mir jetzt bestimmt auch erklärt. What have we here? I know a budding adventurer when I see one. It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with the basics of survival, you know. Well, fear not, because that's where I come in. See the remains of that fire over there? Well, when you spy one of those, it means you can set up camp and rest your weary bones. To settle down for the night, just go up to the fire and examine it. You'll soon be enjoying a well-earned break. What's that? You're worried about being attacked by monsters while you sleep? Oh, ye of little faith! That statue over there is chock full of holy powers that'll keep the beasties at bay for as long as you need. And that's not all. You can pray to it to be cured of poison and all kinds of other things. Think of it as a mini church. Anyway, enough of my yammering. Why don't you take a closer look at all this camping kit for yourself? You'll need to get used to what campsites look like and how to find them. After all, you'll be relying on them whenever you're out in the wilderness. It's like my old dad always said, keen campers can continue on where others can't. Be prepared. Well, that's all from me. If you have any camping-related queries, feel free to ask. I'm here all the time. I wouldn't want to be anywhere else. Okay. Dann machen wir hier ein kleines Päuschen. Ich muss absteigen, okay. So. Da können wir unser Lager aufstellen und uns ausruhen. Das regeneriert alle unsere LP und MP. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo hier und bis zum nächsten Mal. Ciao!